Hallihallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute möchte ich euch ein Buch von einer meiner Lieblingsautorinnen vorstellen. Ja, es gibt so ein paar Autoren und Autorinnen, von denen würde ich, glaube ich, jedes Buch kaufen, ohne zu zögern. Und eine davon ist Ursula Poznanski und von der habe ich endlich mal wieder ein Buch gelesen. Es ist leider nicht ihr neuestes Buch, da hinke ich irgendwie diesmal echt hinterher. Der Grund ist einfach, dass ich zuerst dieses Buch hier lesen wollte, Elanus. Das stand nämlich jetzt eine ganze Weile ungelesen in meinem Regal. Ich kann nicht genau sagen, warum. Ich hatte da immer Lust drauf, aber irgendwie ist es mir immer so durchgerutscht. Aber jetzt im Oktober habe ich es endlich gelesen. Ich bin sehr froh drüber und ich möchte euch jetzt gerne erzählen, wie es mir gefallen hat. In diesem Buch geht es um Jonah, der ja sehr klug ist und aus diesem Grund irgendwie so eine Art Probestudium oder so ein Schnupperstudium an einer Uni machen darf. Er wurde da irgendwie eingeladen und hat so eine Art Stipendium gekriegt und ja, lebt deswegen bei einer Gastfamilie. Und da er sich ziemlich langweilt, hat er vor einiger Zeit eine Drohne selbst gebaut. Und mit dieser Drohne fängt er dann aus Langeweile an der Uni und auch in der Umgebung ein paar Leute auszuspionieren. Und dabei erfährt er einige Geheimnisse und ahnt dabei nicht, dass ihm eines dieser Geheimnisse, die er zufällig aufdeckt, ziemlich gefährlich werden könnte. Mehr gibt es zum Inhalt auch schon gar nicht zu sagen. Jedes weitere Wort wäre zu viel. Ich war auf jeden Fall sehr, sehr gespannt auf dieses Buch. Ich finde immer, Ursula Poznanski, zumindest so in den Büchern, die ich bisher gelesen habe, bringt sie immer so ein bisschen, ja, so neumodische Aspekte rein, so technische Aspekte. Also diesmal ist es eine Drohne. In Layers war es so eine Art, ja, war es eine spezielle Brille, ich will da nicht zu viel verraten. Und in Erebos ging es ja um ein Computerspiel. Das sind alles eigentlich so Themen, die mich gar nicht so interessieren. Aber Ursula Poznanski hat es bisher immer geschafft, mich dafür zu begeistern. Und deswegen habe ich mich auch an dieses Buch rangetraut und war echt sehr neugierig darauf. Der Einstieg in diese Geschichte verläuft eher ruhig, was ich aber gar nicht so schlecht fand, weil ich brauchte erstmal ein bisschen Zeit, ja, mich zu akklimatisieren, was Jonah angeht. Jonah ist ein, ja, recht spezieller Charakter mit einigen Macken. Er ist sehr gewöhnungsbedürftig und ich könnte mir gut vorstellen, dass einige Leute, wenn sie dieses Buch lesen, damit nicht klarkommen. Also ich glaube, er ist kein Charakter für jedermann. Er kann einem sicher auch ziemlich auf die Nerven gehen. Ich konnte mich Gott sei Dank mit der Zeit mit ihm anfreunden. Er ist halt wirklich speziell, er ist sehr intelligent und neugierig und ja, lässt seine Intelligenz aber auch einfach alle anderen spüren. Also er ist so ein bisschen überheblich und teilweise auch ein wenig egoistisch. Aber so alles im Allen konnte ich mich mit ihm in diesem Buch recht gut anfreunden. Die Geschichte wird auch nur aus seiner Perspektive erzählt und die Handlung nimmt nur so allmählich irgendwie an Fahrt auf. Also am Anfang dachte ich noch so, als das mit der Drohne anfing, ja, was soll da jetzt noch so Spannendes draus werden? Also ich fand den Moment, ab dem praktisch alles anfängt, den er beobachtet hat mit der Drohne, auch gar nicht so spektakulär und so spannend und dachte die ganze Zeit, ja, aber irgendwie, da muss noch was kommen und das kam Gott sei Dank auch noch. Also so mit der Zeit hat die Geschichte immer mehr an Fahrt gewonnen und immer mehr Spannung aufgebaut. Und Ursula Poznanski hat auch einfach einen Stil, der sich wunderbar lesen lässt. Also ich bin wirklich durch die Seiten geflogen. Und was ich ganz cool fand, sie hat es halt geschafft, immer wieder so kleine Details einzustreuen, die die ganzen Geschehnisse rätselhafter machen und halt die Spannung steigern und so, dass man sich immer wieder denkt so, was könnte das jetzt bedeuten? Und es waren auch halt auch einfach so Gedankenfetzen von Jonah, so, die er sich selbst nicht erklären konnte. Also er liest zum Beispiel eine E-Mail und hat das Gefühl, irgendwas an dieser E-Mail stimmt nicht. Aber er weiß nicht was. Und dann bin ich so eine, die sich dann diese E-Mail in dem Buch nochmal durchliest und sich so denkt, was könnte da nicht stimmen? Und ich habe echt überlegt, weil ich dachte, vielleicht löse ich es ja auch alleine. Hat aber leider nicht geklappt. Noch dazu gibt es in dieser Geschichte einige interessante Nebencharaktere. Bei einigen weiß man irgendwie nicht, haben die was zu verbergen, die benehmen sich so komisch und andere bringen einfach so ein bisschen mehr Pep in die Geschichte und machen sie noch ein bisschen unterhaltsamer. Insgesamt fand ich die Geschichte doch sehr, sehr spannend, aber an einigen Stellen auch etwas zu ruhig. Diese Momente hätte man vielleicht ein bisschen kürzen können oder vielleicht noch ein paar mehr Details einstreuen können, ich weiß es nicht, aber zwischenzeitlich war es mir echt so ein bisschen so, jetzt könnte es mal weitergehen und könnte mal wieder ein bisschen spannender werden, aber davon abgesehen hat mir die Geschichte sehr, sehr gut gefallen. Was die Auflösung angeht, kann ich sagen, dass ich mir so ein paar Aspekte schon zusammengereimt hatte, aber im Großen und Ganzen hat es mich doch überrascht. Also so genau damit hätte ich auch nicht gerechnet und von daher war ich damit auf jeden Fall zufrieden. Was mich ein bisschen gestört hat, war, dass Jonah gerade zum Ende hin plötzlich sehr viele Schlüsse zieht
Und da, ja, die ich einfach nicht richtig nachvollziehen konnte. Die kam so aus dem Nichts und ich dachte mir so, woher weiß er das jetzt? Also das, ja, er ist zwar sehr intelligent, aber ich hätte es als Leser halt auch gern nachvollziehen können, wie er auf diese Schlüsse kommt, wie er diese Schlüsse ziehen kann. Aber ja, davon abgesehen hat es mir gut gefallen und ich habe dem Buch letztendlich 4,5 Sterne gegeben. Wenn ihr das Buch auch schon gelesen habt, dann teilt mir sehr gern eure Meinung dazu mit. Auch wenn ihr schon andere Bücher der Autorin gesehen habt, vielleicht könnt ihr so Vergleiche ziehen. Hat euch das Buch besser gefallen als ein anderes? Also, ich würde sagen, es war gut, aber zum Beispiel Erebos damals und auch Seculum von Ursula Poznanski fand ich total genial. Man muss aber auch dazu sagen, dass es die ersten Bücher waren, die ich von ihr gelesen habe. Und von daher waren da, glaube ich, meine Erwartungen auch einfach noch anders. Aber wie gesagt, insgesamt ein gutes Buch. Und jetzt, ja, kann ich mich ganz beruhigt auf Aquila freuen. Das wollte ich nämlich erst lesen, wenn ich Elanus gelesen hatte, weil ich nicht gleich zwei Bücher von ihr ungelesen hier haben wollte. Das ist immer so eine Macke von mir. Ich will immer erst das eine lesen, bevor ich mir von dem Autor oder der Autorin ein neues Buch kaufe. Und ja, ich denke, ich werde mir Aquila auf jeden Fall zu Weihnachten wünschen. Und ja, dann war's das. Ich verlinke euch das Buch wie immer unten in der Infobox. Und dann wünsche ich euch noch eine wunderschöne Woche. Ganz viel Spaß beim Lesen. Und ich hoffe natürlich, dass wir uns dann in meinem nächsten Video wiedersehen. Bis dann. Tschüss.